Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Fragestellung Obst oder Smoothie, was ist besser? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ihr Lieben, was sagt ihr eigentlich über Smoothies? Schreibt mir einfach mal gerne in die Kommentare. Das sind ja diese pürierten Obstgeschichten, manchmal in solchen Flaschen abgefüllt. Die sind ja häufig ja, so 200, 300 Milliliter. Manchmal ist ja auch Gemüse mit dabei. Was glaubt ihr? Ist das gesund oder ist das nicht gesund? Kann das Probleme machen oder nicht Probleme machen? Schreibt mir einfach mal gerne. Aber zurück zum Patientenfall. Ihr Lieben, für den Content plus weg abonnieren. Ihr wisst ja alle, wie das geht. So, also Patientenfall. Ich hatte einen Mann in der Beratung, war ein sehr junger Mann, der gerne in die Richtung gesunde Ernährung gehen wollte. Und da er selber nicht so wahnsinnig viel Obst isst oder auch das gar nicht so gerne mag, war es aber so, dass er darauf gekommen ist, dass er diese Smoothie-Flaschen, wo man das Obst püriert hat, aus dem Supermarkt gekauft hat und nun gefragt hat, ob das besonders gut ist oder nicht gut ist. Also, man muss dazu erstmal sagen, dass in so einer Flasche, ich habe jetzt hier einfach so eine klassische Trinkflasche, aber die Smoothie-Flaschen sind ja in der Regel etwas kleiner. Wenn wir 200, 300 Milliliter haben, dann könnt ihr dort tatsächlich, wenn ihr überlegt, wir machen aus dem Apfel Apfelsaft, dann ist ja das nur eine kleine Menge. Also, wenn ich vielleicht auch eine Banane püriere, wenn ich irgendwie Orange auspresse, wenn ich Birnensaft mache, dann haben wir am Ende, um diese Flasche zu füllen, ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stücke Obst. Das kommt also darauf an, welche Sorte ich habe. Und wenn das Obst püriert wird, dann habe ich, ich zeige euch das gleich auch, pro Obst in der Regel immer 4 Würfel Zucker. Das heißt, wenn ich jetzt in diesen 200 Milliliter zum Beispiel, ich sage immer so, wenn ich ein Stück Obst jetzt so wie es komplett wäre pürieren würde, dann habe ich ungefähr so 2 Finger breit das Obst hier drin. Das wird ja für einen Smoothie manchmal noch ein bisschen dünnflüssiger gemacht, aber hier würden ja ungefähr 1, 2, gucken, ob ich es hinkriege, 3, 4, also vielleicht 5 oder 6 Stücke Obst passen. Das heißt, allein nur, wenn ihr das püriert oder wenn ihr eine Orange auspresst, dann habe ich ja auch eben nur einen kleinen Anteil an Saft. Und die Smoothies enthalten daher immer einen höheren Anteil an Obst, da die Empfehlung von Obst pro Tag 2 Stück sind, also ein Apfel, eine Banane, eine Handvoll Beeren oder eine Handvoll Weintrauben, eine Handvoll geschnittenes Obst und das 2-mal am Tag, ist die Grundempfehlung für eine sogenannte Mischkost. Wenn ich jetzt so einen Smoothie nehme, habe ich ja eigentlich schon die 3-4-fache Menge. Das heißt, wenn ich einen Smoothie auf einmal austrinke, habe ich mehr Zucker und damit an der Stelle natürlich auch ja, viel zu viel Zucker. Und je nachdem, wo ich hin will, wenn ich den Zucker wieder verarbeite, also für 4 Würfel Zucker muss ich nicht eine halbe Stunde bewegen, dann kriege ich das auch wieder weg. Das heißt, ich muss aber, wenn hier 3, 4, 5 Stücke Obst drin ist, drin sind, muss ich mir natürlich auch dementsprechend bewegen. Das heißt, 2, 3 Stunden, um das alles auch wieder wegzukriegen. Also, was macht man? Ich bin nicht der Empfehler von Smoothies. Man kann sie nutzen, wenn man möchte. Manchmal sind sie ja auch mit Gemüse kombiniert. Ja, ihr müsst einfach so ein bisschen schauen, was ihr damit machen wollt. Wenn es zum Thema Gewichtsveränderung ist, dann rate ich immer, egal ob Untergewicht mit dem Wunsch zunehmen oder auch wenn ich abnehmen will, immer von Smoothies ab, weil wir eher Körperfett aufbauen. Und wir wollen ja beim Untergewicht eher die Muskelzellen durch Eiweiß aufbauen. Und deswegen wären Eiweißshakes mit etwas Obst, also Quark, Joghurt, mit Obst gemixt, sinnvoller, weil ich dann ja auch nicht so viel Obst esse an der Stelle. Ja. Ich zeige euch jetzt einfach nochmal, wie die Zuckermengen aussehen. Damit so, ihr Lieben, ihr könnt jetzt hier sehen, hier ist zum Beispiel Weintraube und man sagt immer, dass eine Handvoll Weintrauben ungefähr die 4 Würfelzucker sind. Da das hier Plastiktrauben sind, kann ich die ja nicht irgendwie durchschneiden. Also es wäre ja schade um die Weintraube. Das heißt, die ganze Weintraube hat dann noch mehr, also 6 Würfelzucker. Wenn man jetzt aber eine Handvoll nimmt, haben wir ungefähr die 4 Würfelzucker. Eine Birne zum Beispiel. Das heißt, wenn ich 2 Birnen habe und noch eine Handvoll Weintrauben, habe ich schon ja 4, 8, 12 Würfelzucker, weil 4 Würfelzucker immer für 10 Gramm Kohlenhydrate stehen. Wenn ich jetzt so eine Smoothie-Flasche befülle, das ist ja jetzt eine Wasserflasche, aber die Smoothie-Flaschen sind ja ungefähr die Größe, also das, was ihr jetzt am Glas seht,
Und dann kann ich ja, wenn ich Obst püriere, schon ziemlich viel Obst reinmachen. Hier habe ich zum Beispiel nochmal den Apfel, da habe ich auch die 4 Würfel Zucker, die Banane zum Beispiel. Oder bei Mandarinen, wenn ich eine Mandarine habe, habe ich ungefähr 2 Würfel Zucker. Das heißt, wir haben, wenn wir so eine Smoothie-Flasche haben, sehr viel Obst in der Regel drin. Also 5, 6 Stück passen da gerne, wenn die püriert sind, in die Flasche rein. Und damit habt ihr auch einen großen Anteil einfach an Zucker. Das heißt, wenn ihr diese 4, 8, 12, 16, 20 Würfel Zucker mal in die Hand nehmt, dann habt ihr tatsächlich eine ganze Handvoll. Ich habe hier nochmal so ein Glas gemacht. Dann habt ihr eine ganze Menge. Hier ist jetzt sogar nicht alles drin, aber hier seht ihr schon, das ist eine ganze Menge Zucker, wenn ich einen Smoothie habe. Ja, und so viel Fruchtzucker ist natürlich nicht ganz so gesund. Also daher schaut einfach auf die Menge oder wenn ihr einen Smoothie habt, teilt die Menge auf. Kann man ja auch auf 2 Tage oder 3 Tage aufteilen, sofern das haltbar ist. So, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Umsetzung. Danke nochmal fürs Zuhören und ganz liebe Grüße.